Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bugfables. Und es ist bei jedem Windows Update immer nur dieselbe Scheiße. OBS stellt die Einstellung für mein Mikrofon zurück und was passiert ist eine Aufnahme, die ich so nicht verwerten kann. Aus dem Grund zweiter Versuch, dieses Gebiet hier zu durchqueren. Also ich meine, ich habe ja das Spiel schon mal durchgespielt, das heißt, ich weiß ja schon mal allgemein auch schon so, was so abgeht, aber jetzt halt nochmal besonders stark. Jetzt, wo meine Erinnerungen nicht mehr vor eineinhalb Jahre bis zwei Jahre zurückliegen, sondern wirklich frisch aktuellen Tag zurückliegen. Warte! Göttin Venus, worum geht es? Schau zu, das ist wirklich wichtig. Ich halte einen Fortschritt über die Reisen hier von meinen Wurzeln zurück, aber das ist meine Grenze. Ich kann euch ab hier nicht mehr helfen. Ihr seid auf euch allein gestellt. Wir fühlen ja eine starke Lust nach Blut hier bei der Gegend, die jetzt vor uns steht. Ja, das ist da, wo die Deadlands starten. Fürchterliche, heimtückische Kreaturen treiben in diesem Gebiet das Unwesen, da wo Gigant mal gelebt haben. Sie sind stärker als alles, was du Bugaria findest. Ich kann euch nicht sagen, warum, oder ich kann mir nicht vorstellen, warum niemand bislang noch versucht hat, das hier zu durchqueren. Die Heuschrecken haben hier solche, ich glaube, das habe ich eben hier irgendwie doppelt verneint oder einmal zu viel geneint, keine Ahnung. Die Heuschrecken haben so einen Horror überwunden, nur um den Everless Sapling zu verstecken. Macht Sinn, richtig? Es ist die ultimative Herausforderung. Das ist kein Spiel, das ist mein Ernst. Das ist auch unser Ernst. Es geht hier nicht mehr um irgendwelche Schätze. Der Vespid King scheint determiniert zu sein und ist schon vorangegangen. Der Grund ist mir unbekannt. Obwohl es gefährlich ist, können wir nicht riskieren, dass er mit seiner Quest, dass er seine Aufgabe erfüllt. Wir können ihn nicht einfach rumwandern lassen. Es geht hier um das Wohl von jedem. Oh, bitte sei vorsichtig. Ich habe mich schon so sehr einen Bund mit euch hereingewachsen. Falls ihr welche Heilung braucht, dann fragt einfach nur mich. Aber ich werde euch später nicht helfen können. Danke. Okay, Team. Wir tun jetzt diesem Unhold mal hinterher treiben. Also, so stark sind die Gegner hier auch nicht. Ich meine, das waren ja auch Gegner von der Cave of Trials. Da waren ja auch immer die Gegner aus dem Gebiet. Und die waren jetzt auch nicht wirklich schwer. Also zumindest nicht mit meiner absolut dämlichen Defensivstrategie. Ich werde versuchen, hier Kämpfe auszuweichen. Bug Me Not aktiviert sich, by the way, hier bei denen nicht. Musste ich feststellen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Muss aufpassen. Erst wenn Capo wirklich tief in der Erde drin ist, werden wir nicht mehr gesehen. Es kommen by the way Gegner, wenn wir jetzt hier gesehen werden. Ja, unabhängig davon, einmal muss ich ja scannen. Darum, jetzt einfach nur zu Demonstrativzwecken, was passiert, wenn wir gefunden werden. Eine Hand kommt runter, es erscheint dieser Gegner hier. Den kann man by the way auch nicht mit Bubble Shield abwehren, ist der einzige Gegner im Spiel, den man mit Bubble Shield abwehren kann. Okay. Was machen wir denn? Das Ding ist, der ist gar nicht so schwer wegzuklatschen. Ist einfach nur dämlich, weil er einfach so viel AP hat. Also. Ich weiß nicht, was gruseliger ist. Die Hand, die das Ding hier fallen gelassen hat. Vielleicht sollten wir es freilassen. Die Hand, die ist auch wirklich sehr furchterflößend, aber die Sporen sind auch, sorgen auch für jede Menge Ärger. Wir müssen vorsichtig sein.
Also, soweit ich weiß, ist der Gegner hier ausschließlich Single-Target, was er ebenfalls... Haben wir die Möglichkeit, kurz gehabt zu fliehen? Der kann nicht springen, by the way. Jetzt müssen wir... Und jetzt verstehe ich... Jetzt frag dich nach dem Sinn, man muss das hier runterstoßen lassen, damit hier die Hand... dann wegfällt, da, weil die Hand, die beschützt sozusagen dann hier dieses Trampolin. Gibt's hier irgendwo einen Gegner? In der Tat nicht. Den hätte ich nämlich besiegt. Jetzt kommt der Sprung, der ist wirklich gar nicht so leicht. Hier hoch. Okay, erster Versuch geschafft. Wie gesagt, der ist wirklich nicht leicht. Da hoch. Vielleicht kommt noch eine viel, viel bessere Gelegenheit, die Gegner zu scannen. Als ich... Okay, wir kommen hier hoch. Status Mirror Metal. Der ausgerüstete Käfer hält einen Statuseffekt, der auch... Nee. Wenn der ausgerüstete Käfer einen Stauseffekt erhält, kriegt derjenige, der den Stauseffekt halt ursprünglich ausgelöst hat, ebenfalls diesen Effekt. Verdammt. Pass auf. Als ob wir nicht erwischt werden. Okay, hier können wir so hochspringen. Hier diesen Hebel umlegen. Damit wir hier diesen Flug überwinden können. Dem roten Trampolin geht's wieder zurück. Na, pass auf. Eigentlich sind wir hier schon durch, aber eine Sache möchte ich euch einfach noch zeigen. Zuerst einmal... diese zwei Gegner scannen. Was ist die schleimige Zeugs, was das hier ausspeit? Widerlich. Keiner
Ich weiß ja nicht, wie oft ich es treffen muss. Es kommt hier nicht runter. Oder völlig gleichgültig, wie oft ich es treffe. Es kommt nicht runter. Ich glaube, das muss ich erledigen. Was für ein fürchterlicher Organismus. Oder furchterregender Organismus. Wir können hier keine Informationen erhalten und er hat auch wirklich sehr potentes Gift. Wenn wir es unter Druck setzen, dann kann es sein, dass es sich versteckt. Wir können nicht mit unserer Eisenmagie im Untergrund rechnen. Okay, das hat zwar wenig Sinn, weil man kann ihn ausgraben. Dann mit dem roten Kristall kann man sich heilen. Ist der einzige rote Kristall im Spiel. Man kann sich aber nur einmal heilen, weil ansonsten dann hier dieses Auge, was er eben hier dieses Gebiet hier geschaut hat, dass wenn man den roten Kristall aktiviert, dann geht dann dieses Auge dann sofort dann auf den Kristall und bleibt dort auch. Ich meine nicht, dass man den Kristall nochmal aktivieren kann, aber dann kriegt man halt jedes Mal dann diesen einen Gegner. Schon interessant ist, ich bin jetzt gerade bei 11 Minuten hier angekommen. Dir bei meiner Fail-Aufnahme, da war ich jetzt hier bei 39 Minuten und habe hier den Part beendet. Aber jetzt können wir ganz normal weitermachen. Dieser Place ist, hier dieser Ort, der ist absolut voll furchteinflößend. Ich bin hier schon bereits tiefer gesunken. Ich schon tiefere Grottenunter gesungen, die sahen schön aus als so. Diese Deadlanders, die versuchen sich hier wirklich mit niemandem anzulegen, wirklich. Ich hoffe, wir müssen nicht trennen von zu vielen, die hier runterklettern. Das scheint eine Maschine zu sein. Die Giganten hatten so eine Kraft gehalten in so einem großen Skalierung. Und es ist auch etwas kalt hier in der Nähe. Das erinnert mich an den Lost Sands Kessel. Nun, was auch immer. Es kann so groß und so kalt sein, wie es will. Wir werden es heraufklettern. So einfach gestrickt. Lass uns reingehen dann. Warte. Was ist denn? Jeder. Wir werden hier gerade umzingelt. Was zum Teufel? Wann denn? Wir sollten zurücktreten. Es gibt keinen Weg raus. Sie haben uns hier komplett umrandet. Jeder, wir haben keine Wahl. Wir müssen die jetzt besiegen. Sehr gut gesagt, mein Ritter. Ich sollte euch drei auch helfen. Okay, hätte ich gar nicht mehr zurückrennen müssen. Für den Scan. Weil jetzt habe ich sie sowieso alle an der Backe. Also in der Tat fokussiere ich den Deadlander zuerst aus dem Grund, weil er halt Multi-Attacken kann. Weil er Multi-Attacken auf dem Kasten hat. Die sind auch absolut fürchterlich. Ja, der Lag, der war echt unfair. Ich bin jetzt Maki angreift. Ja, schau, noch einer P hatte der. Okay, macht nicht über die Attacke. Vielleicht habe ich ihn ja besiegt. Bei Maki greift er den hier an. Gehe ich hier auf den Deadlander, weil ich ja mehr Schaden zufüge als Maki. Bisschen gern einschalten dann. Geht das Ganze viel besser.
Also allgemein kann man nicht behaupten, jetzt hier in dem Kampf kein Glück gehabt zu haben. Hier der eine Ballongegner, der hätte auch mit der Multi-Attacke uns umlegen können. Also zumindest alle außer Kapu, der ist ja unser Ultra-Tank, der geht so schnell nicht drauf. Da braucht schon ein bisschen mehr. Generell hier die Gegner im Gebiet, die sind jetzt nicht, die sind wirklich nicht schwer, sind einfach nur ultra nervig, weil die so viel AP haben. Was ich auch schön finde ist, das habe ich gar nicht erwähnt, die Atmosphäre. Also ich finde wirklich, die Entwickler haben es gut geschafft, hier die Atmosphäre einzufangen. Sowohl hier einmal von dieser Gefahrenmusik. Hierbei sind wir ein Gegner mit der Kralle, aber auch diese Ambiente, die ihr sonst immer während dem Soundtrack gehört habt. Was ich auch wirklich sehr imposant finde, ist diese Ambiente-Musik, wenn man gegen reguläre Gegner in diesem Gebiet kämpft. Dann wird die Ambiente-Musik weiterhin abgespielt. Es kommt keine Kampfmusik in diesem Gebiet. Entweder nur die Gefahrmusik oder die Ambiente. Okay, mit Kapu hätte ich mich richtig noch heilen können. Wobei, macht im Prinzip auch keinen Unterschied. Gut, dass die anderen zurückgeblieben sind. Das war knapp. Nein, nicht alle. Puh. Jeder, ihr habt eine fantastische Arbeit geleistet. Die Küste ist frei. Nun, da, wir waren bei euch. Lass uns vorwärts gehen. Wir müssen einen Weg finden, wie die anderen hier rüberfinden. Es war echt hilfreich, eure Hilfe gehabt zu haben. Die Deadlanders müssen in Wasp King auch sehr gut schätzen. Lass uns auffangen. Genau, hier diese ambiente Musik. Auch bei den regulären Kämpfen wird die abgespielt. Weiß ich, gab's hier irgendeine. Ah. Zepp, komm hier. Du musst hier schon an. Schon rumrennen sein, wenn der mir diesen Tyrann hier nach unten holen. Bist du nervös? Nein, nein. Es ist gut. Mir geht's gut. Das wird es. Ich versichere es. Wir werden euch beschützen. Wir. Werden sie brauchen, ernsthaft. Hä? Wir machen es trotzdem. Sag, Zepp, wo sind die anderen Abenteurer? Die bleiben dahinter. Die Deadlanders waren zu stark für sie. Vielleicht können wir einen Weg öffnen, damit sie rüberkommen können. Vielleicht aber der Ort, der ist irgendwas anderes. Zum einen habe ich Angst um unsere Sicherheit. Es wird fein. Wir sind inzwischen super stark geworden. Danke. Was ich halt auch interessant finde, ist, das solltet ihr auch wahrscheinlich schon bemerkt haben, das ist ja eigentlich ein ganz normales Haus. Bei Bugfable spielt mir an die Rolle von Käfern und bislang waren ja alle Gebiete mehr oder weniger in einem Garten. Hier die Wüste ist auch, könnte auch eher ein Sandkasten sein. Und das ist halt einfach nur ein ganz normales Haus. Und natürlich ein Mensch ist halt ein Gigant in dem Verhältnis, wenn man halt ein Käfer ist. Und was ich halt auch ziemlich eher interessant finde, ist die Überlegung von der Überlegung her ist, dass man ja zum Beispiel, wenn halt eine Person Angst vor einer Spinne hat, dass man dann sagt, die Spinne hat mehr Angst vor dir als du vor ihr. Und ich finde, das ist auch mehr so die Atmosphäre, die halt mitspielt in diesem Gebiet. Nur dass man jetzt nicht der Mensch ist, der Angst vor die Spinne hat, sondern halt die Spinne, die Angst vor Menschen hat. Also so kann man das interpretieren, so interpretiere ich und das macht das hier für mich halt persönlich interessant. Andererseits muss ich aber auch dazu sagen, hier dieses Gebiet hier, das hat eigentlich null Gameplay. Ich meine, die Story ganz cool, die Atmosphäre ganz cool, aber so Gameplay-technisch ist das hier das schwächste Gebiet von allen sieben hier in dem Spiel.
Und auch hier, wenn es darum geht, hier noch irgendwelche Quests zu erledigen, hier ist fast nichts. Das ist einfach nur sozusagen die letzte Strecke zum Final Boss, mehr oder weniger. Wir müssen noch weiter durch. Wir können den Wespen King nicht zu dem Setzling erreichen vor uns. Hier, dieses Ding hier drauf zu klettern, ist eine monumentale Arbeit, trotz all dem. So eine massive Maschine für uns. Die Legenden sagen, dass die Giganten groß gewesen sind. Also die Maschine war wahrscheinlich normaler Größe für sie. So eine große Kraft zu haben. Wie könnte es sein, dass sie verschwunden sind? Und bei dem Zustand, der dieser Ort ist, könnte das einem so schrecklichen Weg passieren? Wo das ja alles super alt ist, funktioniert die Maschine immer noch. Die Giganten haben wirklich sehr robustes Zeugs entwickelt. Mu, 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 mu. Das ist auch schon so ein bisschen creepy, wenn man so drüber nachdenkt, dass halt sozusagen die Menschen ausgestorben sind. Ich meine, darauf spielt ja wahrscheinlich Bug Fables halt auf eine Welt, wo die Menschen ausgestorben sind, wahrscheinlich wegen Klimawandel oder wegen Krieg oder sonst anderen menschlichen Dummheiten. Ich wollte nur gucken, ob ihr Metal Detector hier ausschlägt. War mir nicht mehr sicher, aber nein, schlägt hier nicht aus. Ja, und dass halt sozusagen dann die Käfer sozusagen wieder die Herrscher über die Welt sind, beziehungsweise diejenigen, die halt die Welt antreiben. So kleine Käfer. Nachdem halt die Menschen halt sich selbst ausgerottet haben. Ja. Jedenfalls würde ich sagen, habe ich mal meine Zeit tot geredet. Nee, ich wollte jetzt hier nicht nochmal weiter mit dem Gebiet machen. Für diese Folge, als habe ich mal mit den anderen gesprochen und mal meine Gedanken mal so mitgeteilt, um den Part ein bisschen zu strecken. Okay. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, für meinen TED-Talk. Wir hören uns jedoch beim nächsten Mal, wo wir weitermachen. Ich wünsche euch noch was. Ich sag ciao, Leute. Wie schmeckt ihr?